Mit Charlie war Fahrschule. Fahrschule ist wie Schule, hat nichts mit realem Leben zu tun. Wann darfst du rechts überholen, wann darfst du zweite Reihe parken? Ich kann dir sagen, warum musst du vor der Kurve bremsen? Warum? Du musst vor der Kurve bremsen, weil wenn ich Shisha im Auto rauche, damit Shisha-Kohle mir nicht auf Ledersitz fällt. Verbandskasten, wer braucht Verbandskasten? Ich brauche Zahnbürste und ich brauche Kondome im Auto. Oder andere gefährliche Situationen, sitzt im Lupo mit Mädchen, neben dir hält Mercedes S-Klasse, Verkehrsteilnehmer Hakan, im AMG, was machst du? Du schmeißt dir schnell die Shisha-Kohle auf die Hose, Hose verbrannt, Ruf gerettet, normal. Stimmt. Ich muss Fahrschullehrer werden. Folgende Situation, Ali will mit Alena aus der Tanzschule in den Club fahren, aber Alena bringt den Anhänger Yvonne 3 Tonnen mit. Darf Ali jetzt in den Club mit PKW fahren? Darf er nicht. Weil PKW ist maximal 3,5 Tonnen zugelassen. Und der Anhänger war noch bei McDonald's tanken. Deswegen ist jetzt Yvonne 6 Tonnen. Jetzt sind die in den Club angekommen. Aber Ali hat schon Gesetz gebrochen. Wegen Yvonne 3 Tonnen. Was macht jetzt Ali als gesetztreuer Fahrer? Der will sich ja nicht mit dem Anhänger im Club blitzen lassen. Also muss er für den Anhänger einen LKW finden. Oder der muss den Anhänger mit falschem Benzin tanken, damit er vor der Theke zum Stillstand kommt. Kein Verkehrsblock, kein Cockblock. Ha! Blatt, aber wie willst du Anhänger tanken lassen, Alter? Ist unmöglich. Weil ja, Garnelen können auch nicht sprechen, aber du sprichst, es gibt immer Ausnahmen. Sehr witzig. Folgende Situation haben wir. Ali, Alena, Alkohol, Auto. Was darf Ali jetzt auf keinen Fall? Fahren natürlich, Blatt. Nein, der darf nicht auf Insta-Story sein Tacho filmen. Was muss Ali, Alena abnehmen? Keine Ahnung. Parfüm. Verstehst du? Weil am nächsten Tag riecht das ganze Auto nach ihrem Parfüm. Dann steigt Sarah Rath, kleines Bart, ins Auto wegen deutschem Pass. Dann muss er natürlich das zeigen. Guck mal, ich habe rumgesprüht, habe extra für dich Parfüm mitgebracht. Das sind Fragen, die du bei keiner Fahrschule gestellt bekommst. Das sind Fragen, die dich das Leben lehrt. Und ich bringe sie dir bei. Letzte Frage. Ercan fährt Frankfurter Allee. Beim Parken zerkratzt er seine 22-Zoll-Felge. Was muss er machen? Felge wechseln. Nein! Land verlassen. Kratzer auf den Felgen sind schlimmer als Kratzer auf dem Herzen, mein Freund. Ha!